so eine Liebe, die ich nicht beschreiben kann. Wo du gespürt hast, es gibt eben doch noch mehr. Es ist nicht das Materielle. Ich möchte dich auch so erleben. Zeig dich mir. So wie das Anna auch gesagt hat. Zeig dich mir. Gerade mal 7 Jahre alt ist McWalter, als er mit Nachbarn zum Birnenlesen unterwegs ist. Er sitzt auf einem Traktor und dann geschieht das Unfassbare. Er rutscht von diesem Traktor und fällt so unglücklich, dass er überrollt wird. Sein Vorderkopf 15-fach gebrochen. Es folgt eine Notoperation von ca. 20 Stunden. Aber jetzt kommt das ganz Gewaltige. Nach 30 Tagen wird Mac kerngesund aus dem Krankenhaus entlassen. Gerade mal 4 Zahnimplantate. Keinerlei Folgeschäden. Wenn das nicht ein gewaltiges Wunder Gottes ist. Mac durfte noch weitere Wunder erleben, aber ganz besonders auch eine Erfahrung machen mit der Liebe Gottes, die ihn total und nachhaltig verändert hat. Das und mehr jetzt in unserem neuen Beitrag bei Wunder heute TV. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und auch herzlich willkommen, Mac, unser Studiogast. Und ich freue mich auch auf meinen Co-Moderator, auf Jannik Müller, der durch diese Sendung leiten wird. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu unserer heutigen Sendung. Und ich bin sehr begeistert und freue mich darüber, Mac auch zu begrüßen. Du hast den weiten Weg, ja, so weit war es eigentlich gar nicht, aber hierher gefunden nach Weinfelden. Du wohnst jetzt momentan in Zürich, oder? Ja. Obwohl eigentlich du bist ein Luzerner. Ja, das betone ich immer wieder. Ich bin eingeheirateter Luzerner in Zürich. Ja. Ist mir wichtig, ne? Spaß beiseite. Alles klar. Ja, es hat mich sehr gefreut, dich jetzt auch ein bisschen besser kennenzulernen. Es ist wirklich bewundernswert, wenn man ihn sieht, wenn man ihm begegnet. Was ich vor mir sehe, ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, ein verheirateter Mann, ein Familienvater, also Vater von 4 Kindern bist du. Du hast auch erzählt von schönen Erlebnissen, die du hast, eine wunderbare Beziehung zu deiner Frau und auch mit deinen Kindern. Es ist wirklich erfreulich und man könnte meinen, wow, das muss dein ganzes Leben lang einfach nur rund gelaufen sein, wie es einfach gelaufen ist. Nachdem ich deine Geschichte gelesen habe, war ich wirklich erstaunt und dachte, wie ist das möglich, dass wir jetzt hier sitzen? Und du hattest es nämlich gar nicht immer so leicht. Jetzt bist du 46 Jahre alt und du hattest ein bewegendes Erlebnis. Das war am 29. September 2018. Das hat dein Leben komplett verändert. Wir werden später dann noch darauf zu sprechen kommen. Aber jetzt möchte ich dich noch kurz bitten, nimm uns doch noch mal ein bisschen herein in deine Geschichte, was du erlebt hast als Kind. Viele können sich das nicht vorstellen. Es war damals, als du 3 Jahre alt warst, bist du in ein Heim gekommen. Erzähl uns doch noch mal kurz, wie es dazu kam und was du da so erlebt hast. Also in das Heim sind wir, mein Bruder und meine Schwester, zusammengekommen, weil meine Mutter endlich gestorben ist und mein Vater war zu dieser Zeit nicht fähig, zu uns 3 Kindern zu schauen. Und dann war endlich die beste Lösung ein Heim. Und ja, ich glaube, zu dieser Zeit waren die Heime zum Teil nicht ganz so einfach. Und jetzt gerade speziell in diesem Heim habe ich doch sehr viele negative Dinge erleben müssen. Mhm. Und ich kann auch gerne mal 1-2 Beispiele sagen. Also was mir zum Beispiel geblieben ist, ich wurde da, wenn ich was falsch gemacht habe, oft unter die kalte Dusche gestellt. Ein Erlebnis war mal, das waren ja so 20 Kinder aller Altersgruppen, an einem Tisch, und wir wurden da eigentlich so erzogen, dass wenn du was nicht kennst oder was nicht gern hast, musst du einfach ein bisschen essen. Finde ich okay. Erziehe ich heute meine Kinder auch so. Und da gab es Kutteln. Ich weiß nicht, ob das alle wissen, was das ist. Kutteln ist eigentlich der Magen der Kuh. Und ich habe das überhaupt nicht gerne. Und dann habe ich diese 1. Portion wohl oder übel essen müssen. Habe das auch gemacht und dann wurde mir eine 2. Portion hingestellt. Und da wurde ich gezwungen, die 2. Portion zu nehmen.
Und das hat dann mich so weit gebracht, dass ich dann erbrechen musste. Und weil da ja alle an einem Tisch sind, kann ja eine Kettenreaktion entstehen. Und ich war dann nicht der Einzige, der da erbrechen musste, sondern ein paar andere zusätzlich auch. Und da wurde ich dann wirklich ziemlich hart bestraft. Ich wurde geschlagen dafür und unter die kalte Dusche gestellt. Und eine kalte Dusche kann in einem Sommer, so wie jetzt ist, so heiß, schon mal was Angenehmes sein. Aber wenn du das immer kriegst als Strafe, ist das nicht mehr angenehm. Und das ist mir eigentlich noch ziemlich geblieben da von diesem Heim. Also ich finde es wirklich beeindruckend, weil man könnte ja jetzt denken, du bist wahrscheinlich auch jemand, der das, was du erlebt hast, irgendwie reproduzierst, ist aber gar nicht so. Das werden wir auch noch darauf kommen, wie das dann geschehen ist überhaupt, wie du jetzt so ein liebevoller Vater sein kannst. Man sieht das dir ja nicht an, dass du das durchgemacht hast. Und danach ist das ja mit 7 Jahren, irgendwann wurde das Heim dann geschlossen und du kamst dann in eine Bauernfamilie als Verdingkind. Genau. Und da ging es ja nicht unbedingt besser. Wie war es da? Was hast du da so erlebt? Was musstest du machen? Also ich wusste eigentlich bis vor kurzem gar nicht, dass ich ein Verdingkind bin. Weil es gab ja in der Schweiz so eine Wiedergutmachungsinitiative vom Bund, da habe ich mich angemeldet und ich bin als letzter Jahrgang, bin ich da eigentlich wirklich angenommen worden, habe auch eine Wiedergutmachung erhalten und habe da eigentlich gemerkt, dass das gar nicht so lange her ist, wo die Schweiz solche Dinge gemacht hat. Also bis dahin wusste ich einfach, ich war auf einem Bauernhof und hatte eine schlechte Zeit, aber dass das noch als Verdingbub oder Verdingkind war, das war für mich eigentlich ziemlich neu. Und ja, ich glaube, es gab Verdingkinder, die waren auf guten Bauernhöfen, auf weniger guten oder auf schlechten. Ich war jetzt auf einem schlechten. Ich wurde da auf alle Arten und Weise geprügelt, geschlagen oder musste sehr strenge körperliche Arbeit entrichten, wo ihre eigenen Kinder so nicht mussten. Beispiel, ich musste, bevor ich in die Schule ging, als 7-Jähriger, fast 1,5 Stunden den ganzen Stall sauber machen. Und das ist schon heftig, wenn du 7 bist und dann so früh aufstehen musst. Ich meine, auf einem Bauernhof hast du körperliche Arbeit, das ist klar, aber es war ziemlich unfair verteilt. Ich habe da auch ganz lange immer wieder ins Bett gemacht, ins Bett genässt. Und zum das verhindern, wurde mir zum Beispiel ein achteckiges Holzstück auf den Rücken gebunden. Das heißt dann, jedes Mal, wenn ich mich auf den Rücken gedreht habe, hat das dermaßen in den Rücken gestochen, dass ich dann halt einfach vor Schmerzen erwacht bin. Und ja, also es war keine einfache Zeit. Ich hatte dann auch mal ganz einen schweren Unfall. Mir ist der Traktor der Nachbarsfamilie mit dem Hinterrad über den Vorderkopf gefahren und ich hatte 15 Mal meinen Kopf gebrochen. Es war noch ein spezielles Erlebnis, also der hat mich dann zurückgetragen und die hatten kein Auto und ich wurde dann auf dem Küchentisch liegen gelassen alleine und dann bin ich aufgestanden und bin auf die Toilette gegangen und habe dann in den Spiegel geschaut und was ich da gesehen habe, da habe ich noch nicht gemeint, es war alles offen, verschürft und so weiter. Und ich wurde dann zuerst nach Sursee in den Spital gebracht. Da blieb ich gerne ein paar Minuten, weil die haben gesagt, nee, das geht nicht. Und da wurde ich mit dem Krankenauto in den Kantonsspital Luzern gebracht. Ich wäre da eigentlich auch fast gestorben, nicht wegen den Brüchen, sondern ich habe Blut in die Lunge geschluckt. Und das musste so schnell wie möglich rausgepumpt werden. Da gibt es auch noch, das war mir so peinlich, als ich in Sursee das erste Mal angekommen bin, du kommst da, die haben immer so weiße Bretter und ich musste erbrechen und ich habe denen das ganze weiße Bett rot erbrochen und ich habe mich so geschämt für das. Also das ist mir auch sowas geblieben. Und dann wurde ich 18,5 Stunden operiert und nach 30 Tagen war ich kerngesund. Ich bin nach 30 Tagen aus diesem Spital raus, ich habe bis heute keine Nachfolgeschäden. Ich habe 4 Zahnimplantate, aber das sind für mich keine großen Nachfolgeschäden. Also wirklich für mich ein Riesenwunder. Das kann man wirklich sagen. Das war bereits schon ein Riesenwunder, dass das so glimpflich gelaufen ist. Ja. Es beeindruckt mich sehr, vor allem auch, dass du eigentlich total bei Bewusstsein warst. Also du hast nicht irgendwas bewusstlos, sondern du hast das alles erlebt, kannst dich erinnern. Wirklich krass. Ich hatte auch keine Schmerzen. Also hatte ich nicht, echt nicht. Okay.
Nee, also nichts gespürt? Nee, weil ich ja ins Bett gemacht habe, wurde mir ja da dann die Blase untersucht und da kriegst du ja so ein Katheter gesteckt und das hat weh gemacht. alles andere kann ich wirklich sagen, ich mag mich, weißt du, ist auch eine Zeit her, ich war da 7, ich mag mich aber nicht erinnern, dass mir irgendwas wehgetan hat. Okay. Nicht, also. Ich lese immer wieder mal, dass so ein Unfall passiert und das ist selten so, dass das Menschen überleben oder Kinder. Mhm. Und mir läuft es da jedes Mal, wenn ich das lese, läuft es mit kalten Rücken runter. Das glaube ich. Und du hast ja dann erzählt mir, dass du eigentlich nach einer gewissen Zeit, du hast immer wieder von deinem Vater, von diesen Erlebnissen auch erzählt, dass es dir nicht gut geht bei dieser Familie und du sagst dann, irgendwann hat er dir dann geglaubt und hat dich da rausgeholt. Genau, genau. Dann war die Situation ein bisschen anders wieder bei euch zu Hause ja. und es hat sich so verändert, dass du dann irgendwann wieder gehen musstest. Dein Vater meinte noch, du solltest für kurze Zeit weggehen, es kam dann aber anders. Du wurdest nämlich nicht wieder geholt. Ja, das war so, weil auch mein Vater hat geheiratet und leider ist diese Frau auch gestorben. Und ja, ich bin dann eigentlich für immer in diesem Heim geblieben, also sprich bis 15. Mhm. Ja. Und dann hast du ja eine Lehre begonnen, gell? Ja. Sportartikelverkäufer, ja. genau wie mein Vater. Ja. Und hast die Lehre dann auch erfolgreich abgeschlossen. Finde ich auch eine Leistung eigentlich sonderbar nach dem all dem, oder? Du hast es wirklich durchgezogen. Und dann hast du nach der Lehre, nachdem du diese abgeschlossen hast, verschiedene Sachen auch ausprobiert, warst auch als Taxifahrer dann mal tätig und dann hat dich einer von deinem Team ermutigt, komm, probier's doch wieder einmal. Ja. Hast dann eine Blindbewerbung abgeschickt und sofort die Stelle bekommen und hast dann wieder angefangen als Sportartikelverkäufer. Ja, das war noch lustig, also ich war da aufgesplittet, 60% im einen Laden, 40% im anderen Laden und beim einen Laden, der Filialleiter dort, der war mit mir noch in der Berufsschule, wir waren zusammen in der Berufsschule. Okay. Und da war ich da am Arbeiten, war eigentlich zufrieden, weil ich liebe das Verkaufen oder das Dienen. Hm. Man sagt ja auch, ich gebe Dienen und für mich ist eigentlich Verkaufen Dienen am Menschen. Hm. Das habe ich immer gerne gemacht. Und dann war ich 3 Wochen da und dann kam ein Telefon, ich soll in die andere Filiale, wo ich 60% wäre, soll ich vorbeikommen, der Verkaufsleiter Schweiz wolle mit mir sprechen. Und dann wurde mir da eine Filiale angeboten und da habe ich eigentlich kaum überlegt, aber ich gesagt, ja, mache ich. Scheinbar sehr gute Arbeit geleistet, wirklich erstaunlich und dann ging es dann auch nicht so lange, 3,5 Jahre und dann wurdest du wieder befördert. Ja. Ja, da bin ich Gebietsverkaufsleiter geworden, also von einer Filiale plötzlich auf 45 Filialen. Der Sprung war sehr heftig, da komme ich vielleicht später noch dazu, aber das hat zu meiner Situation ein bisschen gepasst, weil ich habe mich ja sehr definiert, was ich bin. Mhm. Entschuldigung, was ich habe ich mich definiert und nicht, was ich bin. Und ja, ich habe dann das da gemacht, aber die ersten 2 Jahre waren sehr heftig. Ich habe da auch eine Zwischenstufe ausgelassen und habe dann das aber trotzdem sehr erfolgreich gemacht, aber ich habe extrem viel Energie da reingesteckt. Also wirklich beeindruckend, wenn man jetzt überlegt, diese 2 Lebensphasen, Kindheit eher schwierig, schmerzhaft, viel leiden müssen und dann, könnte man sagen, ging es dann wieder aufwärts. Karriere gemacht, sehr erfolgreich im Beruf, schien wirklich alles sehr gut gelaufen zu sein. Aber dann hast du dich ja dann irgendwann selbst in eine Klinik eingewiesen. Wie kam es dazu? Also, Karriere gemacht, ja. Ob das dann das Richtige gewesen ist, würde ich jetzt heute ganz klar sagen, nein. An der Tatsache habe ich gesagt, nee, ja, komm, ja, es gibt ja nur das. Mhm. Hat mich meine erste Familie gekostet. Weil ich habe da wirklich sehr viel Zeit in das investiert und weniger in die Familie. Mhm. Ich habe dann das Glück gehabt, dass ich nochmal
eine zweite Familie gründen durfte. Für mich war das das Größte, eigentlich das Wichtigste. Aber trotzdem habe ich meistens den Job über die Familie gesetzt, auch bei der zweiten Familie. Und ich würde jetzt heute mal sagen, hätte ich mich nicht da selber in die Klinik eingewiesen mit einer Erschöpfungsdepression, weiß ich nicht, ob die Familie noch wäre heute. Also das war eigentlich wirklich notwendig. Und was dann daraus entstanden ist, ist ja eigentlich sensationell. Ja, du hattest nämlich, wie du erzählt hast, einen wunderbaren Bekannten, nämlich war das der Hauswart. Ja. Und der hat euch offenbar öfters besucht und hatte dann eines Tages auch ein Buch geschenkt. Daraus ist dann auch ein zweites geworden. Und das erste hast du zwar kurz angefangen zu lesen, aber es ging da um Gott und solche Sachen. Warst du nicht groß darin interessiert? Nee, habe ich in die Ecke geschmissen, sorry. Weil es ist ja interessant, du warst ja mal auch im Dienst, also quasi in der katholischen Kirche, hast du da auch gedient. Es war allerdings nicht ganz freiwillig. Aber du hast dich da mal entschieden, nee, wie kann das sein? Also einfach mit dem, was du erlebt hast, an diesen Gott kann ich und will ich nicht glauben. Ja, das war bei dieser Familie als Verdingbub, weil ich wurde da gezwungen, Ministrant zu sein. Und für mich war das so schwierig nachzuvollziehen. Auf die eine Seite das, was man da gelernt wurde aus der Bibel, von Gott, von Jesus Christus. Und gleichzeitig diese Gewalt und diese Härte, also ich konnte das nicht vereinbaren. Und ich habe mich da dann halt schon als kleiner Junge irgendwie entschieden, das passt nicht und Gott gibt es nicht. Also das für mich, ja, es gab irgendwas, aber nicht so, wie das in der Bibel beschrieben steht. Ja. Deswegen das Buch auch gleich wieder in die Ecke geschmissen, irgendwodurch auch nachvollziehbar. Aber was war es dann, dass da irgendwann kam dann ja eine Wendung, wo du wieder zu diesem Buch gegriffen hast und du hattest dann auf einmal wieder Interesse, hast das gelesen und du hast da eine wunderbare Geschichte gelesen von Daphne Tokney, wie er da in England war und einem Obdachlosen begegnet. Er hat für ihn gebetet und gleich einen Tag darauf hat er ihn wieder gesehen und er fragt ihn, darf ich nochmals für dich beten? Und dieser Obdachlose erwiderte, nein, du hast gestern für mich gebetet, für mich ging der Himmel auf, jetzt möchte ich für dich beten. Jetzt läuft es mir kalten Rücken runter. Das war genau das, also genau diese Stelle. Da kam einfach so, aus nichts kam eine Liebe über mich. Ich wusste gar nicht, wie mir war. Ich habe geweint, ich habe Glückseligkeit gespürt. Mich fragen immer wieder Menschen, ja, wie kannst du das beschreiben? Etwas Ähnliches habe ich jeweils gespürt bei der Geburt von meinen Kindern. Aber das war unglaublich. Und gleichzeitig habe ich da auch, so wie in einem Film, habe ich abgespielt gekriegt. Überall, wo ich war, in welchem Heim, auf dem Bauernhof oder wo ich Negatives erlebt habe, es waren trotzdem immer wieder irgendwo Menschen da, die es gut gemeint haben mit mir. Und die Liebe mir gegeben haben. Und das ist mir erst mit diesem Erlebnis bewusst worden. Und auch die Menschen plötzlich. Und da erschrak ich sehr und wurde mir unglaublich bewusst. Hey, halt, da war immer jemand da, auch wenn ich das nicht wahrgenommen hatte. Und die Liebe kommt ja von Gott, von mich. Und die lieben Menschen, die waren auch von Gott. Also das hat mir geholfen. Ich habe das einfach in dieser Situation nicht gemerkt. Lange nicht, erst ab diesem Erlebnis. Also das wurde mir und gleichzeitig auch noch wurde mir so ein bisschen vorgehalten, was ich nicht so toll gemacht habe. Okay. Und da musste ich mich doch bei einigen Menschen entschuldigen, unter anderem auch bei meiner Frau und bei meinen Kindern um Vergebung bitten. Ich habe dann auch Leute angerufen, wo ich schon Ewigkeiten nicht mehr gehört habe und mich bedankt. Und seit diesem Erlebnis habe ich mich schon ändern dürfen können und das geht immer noch weiter. Geht immer noch weiter. Definitiv, ja. Du hast ja als Jugendliche auch, warst viel an Techno-Partys, hattest dann in der Lehre angefangen, Cannabis zu rauchen und auch dann andere Drogen. Würdest du sagen, diese Flashes oder einfach was du da erlebt hast, kann man mit diesem Erlebnis da vergleichen? Nein, gar keinen Fall. Also, nee. Das kannst du nicht mit gar nichts vergleichen. Also
Das eine, das war nicht die Liebe, sondern das war ein Rausch, da warst du happy, glücklich. Das ist, wenn überhaupt, eine oberflächliche Liebe. Klar, in der Techno-Zeit war schon Love, Peace and Happiness. Man war da zusammen glücklich, aber das ist für mich in keiner Art und Weise vergleichbar mit dem, was ich da erlebt habe, weil das andere war für mich eigentlich eher eine Flucht, eine Verdrängung. Ich katapultiere mich mal für ein paar Stunden weg aus dem, was ist. Und diese Liebe, die ich ja erfahren durfte, die hat mich eigentlich in das Ist katapultiert. Also die ist jetzt immer da. Für das brauche ich nicht irgendein Mittel. Wow. Und das, das ist schon krass. Und das hat mich verändert und verändert mich immer noch. Also ich erlebe da immer wieder Beispiele, wo das kommt. Ich kann, ein kleines Beispiel war, vor ein paar Tagen habe ich mit meinem Sohn, weil er zwei Geschwister hat, mache ich auch mal einen Papa-Sonntag, dann waren wir in einem Zoo und als wir aus dem Zoo rausgekommen sind, haben wir einen Obdachlosen gesehen, der da geschlafen hat auf dem Bänkchen und ich wollte da irgendwie dem 10 Franken geben, habe dann aber nur 50 gehabt und habe dann dem das in den Schuh gesteckt und habe ihn nicht geweckt. Und als wir weggelaufen sind, hat dann mein Sohn gesagt, ja, aber Papa, warum weckst du den nicht auf, der muss doch Danke sagen. Und dann habe ich gesagt, ja, Danke sagen ist was Gutes, gebe ich dir recht, aber du musst nichts machen für jemand, dass der sich bei dir bedankt, sondern du machst das aus Liebe. Und das Wunderbare ist, wir beten ja auch seit diesem Erlebnis da in der Klinik, wo ich die Bekehrung hatte, beten wir ja bei jedem Essen. Und der betet jetzt im Moment immer für die Obdachlosen, mit 4,5 Jahren, betet der Vater, gib denen bitte ein Haus, ein Auto, ein Handy zu essen und ich finde das eigentlich wunderbar. Und das, ich glaube, ich bin noch immer noch am Anfang. Ich glaube, dass Gott noch viel wirken muss bei mir, weil du kannst ja nicht einfach mal 46 Jahre wegmachen, aber das ist für mich jeden Tag immer wieder was Wunderbares. Ich finde es sehr beeindruckend, auch wenn man zurückschaut einfach an diesen Tag, der 29. September 2018, während du auf dieser Bank saßt, schien es, als ob die Liebe Gottes ausgegossen wurde in dein Herz. Und das hat dein Leben für immer verändert. Deine liebe Frau hat ja auch oft für dich gebetet, war bestimmt auch sehr dankbar, als sie dann einen neuen Ehemann wieder begrüßen konnte, als du nach Hause kamst. Du hast gesagt, dass auf einmal auch die Kinder von der Nachbarschaft dich herzlich begrüßt haben, was vorher nicht so der Fall war. Nee, die haben mich nicht wahrgenommen. Nicht einmal wahrgenommen. Nee, sogar. Das war für mich erschreckend. Also das war schlimm. Also ich bin da wirklich mit meiner Frau langgelaufen. Die haben meine Frau alle begrüßt. Ich habe auch Hallo gesagt. Und die haben mich nicht wahrgenommen. Einfach nicht. Und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Da habe ich gedacht, ja, bin ich jetzt ein Geist? Bin ich durchsichtig? Und als ich aus der Klinik kam und eigentlich gerettet wurde, haben die mich begrüßt, bevor ich überhaupt was gesagt habe. Und das war für mich so ein krasses Beispiel. Also da habe ich gedacht, hä? Und ich habe wirklich viele, viele solche Beispiele jetzt seit dieser Bekehrung erleben dürfen, wo mir unglaublich hilft, auch den Glauben zu stärken. Du hast ja auch gesagt, wie auf einmal du erkannt hast, die Kinder, die sind ein wahrer Segen. Ja. Definitiv, weil für mich war es vorher, also meine Frau hat so viel Liebe, die zieht andere Kinder an und unsere Wohnung ist eigentlich fast so ein bisschen der Mittelpunkt in diesem Quartier. Und wir hatten zum Teil neben unseren Kindern vielleicht maximum noch zusammen 10 Kinder zusätzlich und das war mir zu viel. Und nach dieser Liebe, die ich erfahren durfte, habe ich eigentlich gemerkt, die nehmen dir nicht Energie, die geben dir die Energie. Weil Kinder sind für mich bis zu einem gewissen Alter, bis sie halt ins System reinkommen und dann ein bisschen verdrückt oder verwirkt werden, was auch immer, sind die Liebe pur. Und das habe ich dann gemerkt und seitdem habe ich keine Mühe mehr. Ich finde das so schön. Einfach dieser Wandel, der hier passiert ist. Ich kenne nichts, das so etwas bewirken könnte, außerhalb von der Liebe Gottes. Und ich hatte leider nie die Gelegenheit, den alten Mac kennenzulernen. Ich kenne nur den neuen Mac. Und es heißt ja, dass wir die Menschen jetzt nicht mehr nach menschlichen Maßstäben beurteilen, sondern wenn jemand in Christus ist,
dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und es ist etwas Neues entstanden. Und das sehe ich jetzt, kann ich bezeugen mit meinen Augen. Einfach wunderbar, was hier geschehen ist. Einfach alles in deinem Herzen, die ganze, ja, du hast selber gesagt, Bekehrung. Du warst auf einmal ein neuer Mensch, komplett von außen vielleicht immer noch erkennbar, gleich wie vorher, aber dein Herz wurde geändert. Und du hast selbst gesagt, du durftest jetzt ein Kind werden von diesem Vater im Himmel. Ja. Und um nochmals auf deinen anderen Vater, deinen leiblichen Vater zurückzukommen, ist ja auch wunderbar, als du damals 15 Jahre alt war, wollte er dich eigentlich nicht mehr sehen. Aber du hast dann trotzdem noch wieder versucht, dann irgendwann ihn zu erreichen. Und du konntest sogar ihm vergeben für all das, was, was geschehen ist. Ja, kannst du das auch nochmal ein bisschen ausführen? Also ich habe dann mal irgendwo mit 23 das Gespräch gesucht und ihm mal einfach so meine Sicht erzählt. Und da hatten wir eigentlich keinen Konsens. Und das war so halbwegs okay für mich. Aber richtig vergeben konnte ich ihm eigentlich erst jetzt seit dieser Bekehrung, wo ich einfach sagen sollte, nee, also das ist vorbei. Ich nehme meinen Vater so, wie er ist. Und er hat ein sehr schweres Leben selber auch gehabt. Ich meine, er hat zwei Frauen verloren. Die erste Frau war meine richtige Mutter, die zweite meine Stiefmutter. Und ich glaube, das ist auch nicht einfach. Mhm. Und also ich habe heute einen guten Kontakt mit meinem Vater. Und ich glaube, es spielt gar keine Rolle mehr, was gewesen ist. Weil ich bin ja auch heute das, was ich bin, weil ich erlebt habe, was ich erlebt habe. Mhm. Und für mich passt das eigentlich sehr gut. Das ist wirklich, also wir können Gott nur Danke sagen, dass er dich da in diesem Moment berührt hat, erfüllt hat mit dieser Liebe. Und man spürt das auch, dass du diese Liebe in dir trägst. Es ist nicht also wie so ein Rausch, der nach 3 Stunden wieder vorbei war, nein, sondern er hat dich durchgetragen. Und es geht noch weiter, sagst du auch. Ja, also ich muss vielleicht noch sagen, ich glaube, wäre ich nicht in dieser Klinik gewesen, in dieser Klinik hast du ja Stille. Mhm. Und durch diese Stille habe ich dann Gott gehört. Und da kam die Bekehrung. Wäre das nicht gekommen, weiß ich nicht, ob ich jetzt nicht schon wieder geschieden wäre. Mhm. Weil ich halt einfach alles immer in den Vordergrund gestellt habe, was so ein bisschen Statussymbol ist, was ich habe. Und das ist mal das ganz Wichtige. Und ich habe dann nachher auch mich wirklich mit Gott auseinandergesetzt. Ich habe die Bibel gelesen, habe dann aber gemerkt, ui, da stehen viele Dinge drin, die ich wirklich überhaupt nicht verstehe. Dann habe ich gefunden, ich muss da wissen und bin dann in eine einjährige Bibelschule gegangen. Mhm. Gleichzeitig muss ich sagen, der Hauswart, den du erwähnt hast, das ist sehr ein gläubiger Mensch. Mhm. Mit dem gehe ich eigentlich regelmäßig essen und der war für mich am Anfang eine Riesenhilfe, weil ich da halt einfach Fragen gehabt habe, wo ich jemand brauchte, der wirklich stark im Glauben ist, wo mir helfen konnte. Auch die Bibelschule hat mir stark geholfen, weil vor allem gerade im Alten Testament gibt es doch schon einige Stellen, wo man so nicht versteht, wenn man da nicht ein bisschen Hintergrundwissen bekriegt. Und das habe ich eigentlich in dieser Bibelschule sehr gut gekriegt und war da sehr dankbar. Wir gehen auch seit diesem Erlebnis gehen wir in eine Gemeinde. Wir beten, ich nehme dann auch immer im Dezember so ein spezielles Buch hervor, wo ich meinen Kindern jeden Tag eine Geschichte erzähle bis Weihnachten. Da hat sich schon einiges geändert, definitiv auch. Sehr stark sogar, es ist immer noch dran. Also ich glaube, da geht noch einiges. Ja. Wir sind auf jeden Fall gespannt zu sehen, wie es weitergeht in deinem Leben, auch mit deiner Familie. Aber wir wissen auf jeden Fall, Gott hat ein gutes Werk getan. Ja. Und wenn du jetzt zu Hause bist und du fragst dich, kann ich diesen Gott auch kennenlernen? Davon sind wir überzeugt. Denn es heißt, wenn jemand an Jesus Christus glaubt, dann gibt Gott dieser Person das Recht, ein Kind Gottes zu werden. Und ich versichere dir, genau wie Mac, kannst du die gleiche Liebe erfahren. Und nicht nur das, auch diese innere Verwandlung erleben, was bei ihm wirklich sehr, sehr erstaunlich sichtbar ist. Also strecke dich aus nach Gott, frag nach ihm und er wird dir antworten. Wenn du mich suchst von ganzem Herzen, werde ich mich von dir finden lassen. Das verspricht er. Und genauso wie er Mac auf dieser Bank begegnet ist, kann er auch dir begegnen. Deswegen empfehle ich dir, wirklich diesen Gott zu suchen und du wirst diese Liebe empfangen. Die Liebe, die uns verändert.
die Liebe, die uns jetzt auch befähigt. Ich meine, du sagst jetzt, du siehst das alles ein bisschen anders, kannst dich auch anders um deine Familie kümmern. Ja. Und irgendwie hat das einen anderen Stellenwert gewonnen in deinem Leben. Das finde ich auch interessant. Also ich habe zum Beispiel ein Jobangebot gekriegt, wo wieder alles toll war, Lohn toll, Auto toll, alles toll. Und da musste ich einfach sagen, nein, da hätte die Familie wieder drunter gelitten. Und das hat für mich einfach auch mit Liebe zu tun. Und ich bin noch nicht ganz so sattelfest, was die Bibel betrifft mit Zitaten, aber ein Zitat ist einfach wirklich, an erster Stelle kommt Gott und an zweiter Stelle kommt die Liebe. Mhm. Liebe den Nächsten wie dich selber. Mhm. Und das habe ich wirklich in mein Herz reingepresst gekriegt, an dieser einen Stunde. Ich kann da auch wirklich sagen, das war so ein spezielles Erlebnis. Eigentlich hätte ich diesen Job annehmen wollen. Mhm. Und weil er hat einfach wieder so Statussymbol und gute Position. Und dann habe ich mit meinen Kindern, die wollten, dass ich in einem Film aussuche. Und dann habe ich einen Film ausgesucht mit einem Schauspieler, wo ich normalerweise nie schauen würde, weil ich finde den einfach ein bisschen zu theatralisch. Mhm. Und dann haben wir den Film geschaut. Da ging es eigentlich darum, dass er auch so ein Businessman war, hat die Familie verloren. Am Schluss sogar wegen der Karriere sogar seine Tochter. Und dann hat er aber wirklich im letzten Moment die Kurve gekriegt. Und ich habe da so auf dem Sofa heimlich für mich ein paar Tränen zerdrückt. Hm. Und mir wurde da ganz klar, stopp, nein. Wow. Und jetzt kann man mir einfach sagen, was man will. Also warum suche ich einen Film aus, den ich nie aussuchen würde? Hm. Mit einem Schauspieler, den ich nicht mag. Hm. Und das war für mich klar wieder ein Zeichen von Gott. Hey, du kannst den Weg wählen da. Deine Entscheidung würde ich dir vielleicht aber nicht empfehlen, geh doch diesen Weg. Mhm. Und ich habe dann mich wirklich für den Weg entschieden, den mir Gott da aufgezeigt hat mit diesem Film. Mhm. Und wir haben wunderbare Zeiten erlebt bis jetzt. Mhm. Also da bin ich sehr dankbar. Einfach sehr schön zu sehen, dass Gott auch heute noch Wunder tut. Und es bleibt nicht dabei, sondern er leitet und führt uns auch, was man auch anhand deinem Beispiel sehr gut sehen kann. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, Mac, dass du den Weg auf dich genommen hast, zu uns gekommen bist und deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich bin sicher, dass sehr viele ermutigt wurden durch das, was du erlebt und erzählt hast. Einfach, wenn man das sehen und hören kann, das begeistert einen. Von dem her, vielen herzlichen Dank. Ich möchte mit diesem Statement abschließen, dass selbst von dir kommt. Du hast gesagt, obwohl ich nicht an Gott glaubte, er hat an mich geglaubt. Und wenn du zu Hause sitzt, ich möchte dir sagen, auch wenn du vielleicht nicht an Gott glaubst, er glaubt an dich. Und damit möchte ich dich ermutigen. Und somit nochmals herzlichen Dank. Danke, dass du hier warst. Und den Zuschauern sage ich auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Danke auch.